herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Auftakt in unseren Medientag 2018. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Gleich wird es betriebsam unten auf dem Platz. Bevor das losgeht, möchten wir Sie aber in aller Ruhe über eine sehr schöne Geschichte informieren. Wir haben ja bereits angekündigt, dass wir Ihnen heute einen neuen Premium-Partner vorstellen können. Aufmerksame Beobachter haben auch schon eins und eins zusammengezählt. Trotzdem muss ich kurz unhöflich sein, stelle den Herrn zu meiner Rechten eingangs noch nicht vor, sondern übergebe direkt an Philipp Hausner, den Leiter Vermarktung, Geschäftskunden und Prokuristen vom SSV Jahren, damit er die Ehre übernimmt und uns unseren neuen Premium-Partner vorstellt. Danke. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Medientag, der nicht ganz klassisch beginnt. Dafür ist dann der Grund, warum wir nicht klassisch beginnen, umso schöner. Denn wir haben mit der Wolf GmbH aus Mainburg einen neuen Premium-Partner gewinnen können. Ein Unternehmen der Region. Wir begreifen ja Kelheim und damit auch Teile Niederbayerns als unsere Einzugsregion. Und deswegen freut es uns ganz besonders, dass wir mit der Wolf GmbH hier diesen neuen Premium-Partner hier an Bord begrüßen dürfen. Der Zeitpunkt ist dahingehend gut gewählt, als dass heute ja das offizielle Mannschaftsfoto entsteht und dort auch das Logo von Wolf das erste Mal neben hier natürlich sehr, sehr gut zu sehen sein wird. Die Kooperation ist angelegt auf drei Spielzeiten. Wir haben auch eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt. Das ist uns dabei sehr wichtig, unseren Partnern auch, weil wir langfristig die Dinge vertrauensvoll weiterentwickeln wollen. Und auf diesen gemeinsamen Weg wollen und werden wir uns mit der Wolf GmbH begeben. Darin sind umfangreiche Leistungen enthalten in dieser Kooperation. Hinter uns ist ja schon was angedeutet, da werde ich nicht drüber reden, weil davon habe ich relativ wenig Ahnung. Das wird dann gleich der Spezialist oder die Spezialisten übernehmen. Was unser Metier ist, ist natürlich das Thema einer klassischen Sponsoring-Kooperation und da werden verschiedene Werbeleistungen mit drin sein, die der Wolf GmbH Reichweite sichern werden und sie bei uns an unseren Jahren Heimspieltagen sehr erlebbar machen werden. Das Thema ist jetzt über mehrere Monate entstanden, der intensiven Gespräche. Dafür darf ich mich sehr herzlich bedanken an die ganzen Beteiligten im Hause Wolf, natürlich an den Herrn Knoll, auch an den Vorstandsvorsitzenden, an den Dr. Thomas Kneip, an den Christoph Bazilla und auch an den Reinhold Freudenmacher. Das sind die Ansprechpartner der Wolf GmbH auf allen Ebenen, mit denen wir über lange Zeit schon im Kontakt standen und jetzt hier zu diesem Kooperationspaket miteinander gefunden haben. Und ja, für uns als SSV Jahren ist es einfach eine tolle Nachricht, einen Partner dieser Größenordnung und aus der Region hier an Bord begrüßen zu dürfen und mit dem Partner an der Seite voranschreiten zu dürfen. Herzlichen Dank, ja. Herr Knoll, dann kommen wir zu Ihnen. Wir haben vorher abgesprochen, dass ich unhöflich bin eingangs. Das sind sonst nicht unsere Art. Jetzt darf ich Sie aber nach Ihren Beweggründen fragen. Ja, warum Sie sich jetzt mal entschlossen haben. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist ein Stück weit für Wolf mittlerweile schon auch eine Herzensangelegenheit, dass wir so eine große Sportmarke wie den Jahn Regensburg hier in Ostbayern unterstützen zu können. Also wir haben uns die Sache nicht einfach gemacht, wir haben sehr lange darüber nachgedacht und haben die Beweggründe waren die, dass wir uns hier sehr stark mit der Region und auch mit dem Verein identifizieren können. Wir haben auch ein sehr großes Einzugsgebiet hier in der Region. Unsere Mitarbeiter kommen auch zu einem großen Stück weit hier aus der Gegend um Regensburg. Wir wollen gern mit dem Jahn diesen tollen Weg gehen, gemeinsam die nächsten Jahre, wo wir uns gegenseitig sehr stark unterstützen können. Auch die Stärke von Jahn eben hier als Repräsentant von Ostbayern und das auch eben bundesweit dann für uns nutzbar machen können, auch unsere Markenbotschaften auch gemeinsam mit dem Jahn transportieren können. Aber ich denke, auch wir auf der anderen Seite können dem Jahn einiges bieten, denn wir sind auch international sehr stark aufgestellt. Wir haben 10 Tochtergesellschaften weltweit, unter anderem auch in China. Also falls der Jahn mal nach China möchte, da haben wir also auch schon einen Fuß in der Tür. Wir, denke ich mal, können auf der Seite, was Internationalisierung oder auch eben die Ausbreitung der Markenbekanntheit von Jahren auch einiges bieten. Ja, das Medienpaket hat Herr Hausner schon erklärt. Wir bringen natürlich auch was Schönes mit, nämlich die Wolf-Fanheizung.
Es wird künftig so sein, dass also Fans von Jahn Regensburg eine Fanheizung von Wolf in sich in den Keller stellen können. Also da wird es eine Landingpage dazu geben, wo eben der Endkunde sich das Gerät konfigurieren kann und dann über einen Heizungsbauer auch bestellen kann. Ich denke mal, das ist eine recht schöne Geschichte und auch ein Stück weit einzigartig. Also es gibt es eigentlich von keinem anderen Hersteller, der diese Idee hatte wie wir. Soweit, denke ich mal. Soweit die ersten Einlassungen. Dann schaue ich in die Runde, ob es da auch Nachfragen gibt. Also ich denke, die Technik muss ich jetzt nicht erklären. Also es gibt das Gerät gibt es als Gasbrennwertgerät, als Ölbrennwertgerät. Es gibt auch Wärmepumpen. Also alles im Jahren-Look für jeden. Ist was dabei, der sein Haus baut oder sanieren will. Der Wolf ist da der richtige Partner, gemeinsam mit Jahn Regensburg. Wenn es dann technische Fragen gibt von den Interessenten, stehen es bestimmt zur Verfügung. Ja. Also ich hab, wir haben natürlich Spezialisten bei uns in Heimburg. Genau. Da fragen wir besser die. Ja, dann machen wir das. Gut. Gibt es Nachfragen oder sind Sie soweit Sache informiert? Gut, dann zum Prozedere. Wir werden gleich mit einem Foto natürlich mit Herrn Knoll und der Wolf GmbH starten. Das übliche Pressefoto machen. Pressemitteilungen liegen hier auch noch ausgedruckt bei. Die geben wir Ihnen gerne mit. Ansonsten um 13 Uhr ist dann das Mannschaftsfoto mit diversen Motiven, die sich daran anschließen. Porträtfoto, das dann auch noch daran anschließt. Ja. Und dann werden Sie alle umfangreich versorgt. Also wir stehen auch die nächste Zeit da unten noch zur Verfügung für Fragen zu Wolf, aber gerne auch auf unserer Homepage. Aber das wissen Sie alles besser als wir. Genau. Gut, dann sehen wir uns gleich unten.